Ach so. Nein, nein, es passt schon. Sie sind der, der dann bitte die Plätze einzunehmen. Liebe Freunde unserer Gesellschaft für politisch-strategische Studien, kurz STRATEG, werte Zuseher, die Sie uns an den Streaming-Empfangsgeräten zugeschaltet sind, Herr Brigadier und stellvertretender Kommandant der LAVAK, werte Damen und Herren Vizepräsidenten und Vorstandsmitglieder, soeben im Rahmen der Generalversammlung bestätigt bzw. neu gewählt, liebe Angehörige unserer Partnerverbände, Freunde der Landesverteidigungsakademie sowie Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik, Kameradinnen und Kameraden. Ich begrüße besonders herzlich den Militärgeschichtslehrer an der Theresianischen Militärakademie, Oberst des höheren militärfachlichen Dienstes, Dr. Andreas Steiger. Er hat sich überaus detailliert mit der Frage der Landnahme des Burgenlandes 1921 und der 100-jährigen Geschichte danach auseinandergesetzt. Auf Ihren Sitzplätzen haben Sie den diesbezüglichen Artikel aus der österreichischen militärischen Zeitschrift 6/2021 vorgefunden, den wir bereits elektronisch mit Zustimmung der Chefredaktion als Beilage zur heutigen Einladung verteilen durften. Bitte nehmen Sie ihn mit, wenn noch Bedarf an mehr besteht. Es gibt noch einige Exemplare, damit Sie das Ganze auch etwas nachbereiten können. Covid-19 hat natürlich auch für das Vereinsleben und unseren Auftrag als wehrpolitischer Verein und Partner des Bundesheeres gravierende Auswirkungen. Seit 2 Jahren versuchen wir, zunächst aber mit geringem Erfolg im eigentlichen Jubiläumsjahr 1921, unsere Festveranstaltung zum Thema 100 Jahre Landnahme des Burgenlandes durchzuführen. Zunächst jedoch ohne Erfolg. Heute ist es nun endlich soweit. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und für Ihre Teilnahme danken. Ich bedanke mich gleich zu Beginn beim stellvertretenden Kommandanten der Landesverteidigungsakademie, Brigadiermagister Reinhard Schöberl, für seine immer gewährte Unterstützung und Gastfreundschaft. Danke, Herr Brigadier. Ich begrüße ganz herzlich einen guten, alten, im Sinne von langen Kameraden, nämlich Herrn General in Ruhe Hans Luif, mit dem ich weit über ein Dezennium das Vergnügen hatte,
als Leiter der Operationsabteilung und dann als Leiter des Führungsstabs das Burgenland betreffend zusammenzuarbeiten. Er war ja sehr lange Stabsmitglied im Militärkommando und dann noch viel länger Militärkommandant des Burgenlandes. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du im Hintergrund vielerlei ermöglicht hast, was den heutigen Abend betrifft. Vielen Dank, Hans. Ich darf daran erinnern, dass der Herr General auch bereits eine Zeit lang Bundesminister für Landesverteidigung in dieser Republik gewesen ist. Ich bedanke mich bei der Heeresbild- und Filmstelle für die technische Ausrichtung und bewährte Regieführung der heutigen Streaming-Übertragung und auch natürlich beim Leiter der HBF, Amtsdirektor Regierungsrat Günter Wilfinger, sowie auch für die Unterstützung durch die Medienstelle der LAWAG. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des Vorstandes der Stratec für die Teilnahme am heutigen Abend, an der Spitze natürlich bei unserem Ehrenpräsidenten General Karl Meitzen. Das Thema unseres heutigen Vortragsabends lautet also 101 Jahre Landnahme des Burgenlands mit dem Untertitel An Kraft und Treue allen gleich, du jüngstes Kind von Österreich. Covid ist, wie bereits erwähnt, dafür verantwortlich, dass wir diesen Festtag erst nach 101 Jahren aber genauso herzlich begehen können. Als Vortragenden des heutigen Abends konnten wir mit dem Landeshauptmann außer Dienst Hans Nissel einen wohl ausgewiesenen Fachmann und echten Burgenländer gewinnen. Hochverehrter Herr Landeshauptmann, ich möchte Sie namens unserer Gesellschaft für politisch-strategische Studien begrüßen und mich aufrichtig und herzlich für Ihre Bereitschaft bedanken, auch unter den eingeschränkten Bestimmungen von Covid und der kurzfristigen Vertretung des verhinderten Landeshauptmanns von Burgenland zu diesem Thema zu referieren. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem großen Applaus den Festredner des heutigen Abends, Landeshauptmann außer Dienst Hans Nissel. Hans Nissel wurde am 12. Juni 1951 in Zurndorf im Burgenland geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Frauenkirchen und der Unterstufe am Gymnasium in Eisenstadt absolvierte er 1971 die Matura an einer HTL in Wien. Danach studierte er an der Pädagogischen Akademie in der Bundeshauptstadt, die er 1973 erfolgreich abschloss. Im Anschluss daran leistete er seinen Präsenzdienst ab. Anschließend war er als Volksschullehrer und Hauptschuldirektor tätig. Von 1987 bis 2000 war er Bürgermeister in Frauenkirchen, von 1996 bis 2000 Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag. Von 2000 bis 2019 war Hans Nissel Landeshauptmann des Burgenlandes. Hochverehrter Herr Landeshauptmann, wir erbitten von Ihnen einen Festvortrag über 100 Jahre Landesgeschichte des Burgenlandes mit seiner unglaublichen Entwicklung von einer Art Armenhaus der Ersten Republik zum prosperierenden, blühenden und zukunftsträchtigen österreichischen Bundesland. Erwähnen möchte ich auch ganz zu Beginn den ersten Einsatz des neuen Bundesheeres beim Gefecht von Kirchschlag am 5. September 1921 gegen ungarische Aufständische mit 10 gefallenen österreichischen Soldaten bei der Verteidigung Österreichs. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie,
zum Abspielen der burgenländischen Landeshymne sich von ihren Sitzen zu erheben. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte mich nochmal bei General Hans Luif herzlich bedanken, denn auch dafür hat er die Fäden gezogen, dass wir diese, glaube ich, sehr stimmungsvolle Aufführung der burgenländischen Landeshymne Ihnen darbringen konnten. Es ist das die Aufführung der burgenländischen Landeshymne bei der Landesfeier 100 Jahre Landnahme des Burgenlandes im Kulturzentrum in Burg Schleining unter dem Landeskapellmeister Christian Kolonowitz. Und ich freue mich sehr, dass er, Hans, ich bedanke mich nochmals bei dir, dass du es möglich gemacht hast, dass wir diese Aufführung der Landeshymne hier zeigen durften. Das ist keine Selbstverständlichkeit und wir tun dies, nachdem die Rechte beim Land Burgenland liegen, mit freudiger Genehmigung durch den Protokolldienst des Landes Burgenland. Herr Landeshauptmann, ich darf Sie nochmals herzlichst willkommen heißen und darf Sie ans Rednerpult bitten. Sehr geehrter Herr General, sehr geschätzte Mitglieder des österreichischen Bundesheers, der Landesverteidigungsakademie, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Peter Raab, am Heiderand, du bist mein teures Burgenland, war sozusagen der Schlussrefrain, der hier dargeboten wurde. Und das zeigt auch in diesem Text die Vielfalt des Burgenlandes vom Heiderand
bis am Peter Raab im südlichen Burgenland mit der hügeligen Landschaft. Und das ist eigentlich etwas Besonderes, das das Burgenland hat, die Vielfalt an Kulturen, an Sprachen und die Vielfalt der Landschaft. Ich möchte Ihnen auch zu Beginn die besten Grüße unseres Landeshauptmannes Hans-Peter Doskozil überbringen, der kurzfristig verhindert ist und deswegen an dieser Festveranstaltung nicht teilnehmen kann. Ich habe über sein Ersuchen diese Vertretung auch gerne übernommen, weil mich mit dem österreichischen Bundesheer während meiner über 18-jährigen Tätigkeit als Landeshauptmann, aber auch während meiner 13-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister der Stadtgemeinde Frauenkirchen, wo wir auch einige Angelobungen organisiert haben, sehr viel positive Erinnerungen verbinden. Und vor allem war es eine sehr positive und gute Zusammenarbeit, die wir traditionell im Burgenland mit dem österreichischen Bundesheer haben, pflegen und ich bin überzeugt, natürlich auch in Zukunft haben werden. Und ich darf auch darauf hinweisen, dass ich in diesen 18 Jahren sowohl mit dem Militärkommandanten, dem damaligen Divisionär Diala, mit General Louis oder auch mit Gernot Gasser immer wieder im besten Einvernehmen war und wir einerseits natürlich, was den Assistenzeinsatz betroffen hat, im Burgenland sehr froh darüber waren, dass es diese Zusammenarbeit gegeben hat, dass es diese Zusammenarbeit gibt und dass gerade das österreichische Bundesheer bei diesen Assistenzleistungen sehr, sehr wichtige Aufgaben für das Burgenland, für Österreich und schlussendlich auch für die Europäische Union erbracht hat. Was für mich natürlich auch sehr positiv in Erinnerung ist, war auch die Zusammenarbeit mit dem damaligen, jetzt möchte ich nicht gleich die burgenländischen Verteidigungsminister erwähnen, sondern auch mit Günter Platter, nämlich eine Reform zu machen, die eine oder andere Kaserne im Burgenland zu schließen, aber auf der anderen Seite kräftig in den Ausbau und in die Modernisierung von Kasernen zu investieren. Auch der damalige Kommandant General Louis war zu dieser Zeit im Burgenland tätig und sich da abzustimmen und zu sagen, was ist notwendig, was ist der Standpunkt des Burgenlandes, das zu erarbeiten, war natürlich auch interessante Tätigkeiten, wo wir, glaube ich, ganz gute Lösungen gefunden haben. Jetzt verfolge ich natürlich, wir haben auch vor der Veranstaltung ein bisschen gesprochen, die aktuelle politische Situation in Europa und natürlich auch die Diskussion, wie werden die Herausforderungen, die Aufgaben des österreichischen Bundesheers überhaupt, die europäische Sicherheitspolitik, wie wird sie gestaltet, wo werden die Schwerpunkte sein und wird es tatsächlich die notwendigen finanziellen Mittel geben müssen aus meiner Sicht, um diese Aufgaben auch in entsprechender Form erfüllen zu können. Das war eine ganz kurze Darlegung meines Standpunktes, meiner Erinnerungen. Es geht heute um das Burgenland und ich glaube, man sagt das ohne Übertreibung, dass kaum ein Bundesland von Kärnten abgesehen musste um seinen Anschluss an Österreich so kämpfen wie das Burgenland. Und ich meine jetzt nicht nur die Toten der Landnahme des Jahres 1921. Seit dem Vorjahr wissen wir ja doch die Namen und die Herkunft der Männer, die für das Burgenland ihr Leben ließen, ob es beim österreichischen Bundesheer, bei der Gendarmerie oder die als Opfer von Willkür und Terror. Das Datenmaterial verdanken wir der akribischen Forschungsarbeit vom Ministerialrat Oberst Magister Martin Senekovic. Die Kämpfe um das Burgenland kosteten auf österreichischer und ungarischer Seite 93 Menschenleben. Auf österreichischer Seite sind insgesamt 63 Opfer zu beklagen. 13 Gendarmen kamen zu Tode und 35 Angehörige des österreichischen Bundesheeres starben. Besonders tragisch ist auch das Schicksal von 15 Zivilisten, die ebenfalls zu Tode kamen. In einigen Fällen waren das regelrechtige Hinrichtungen,
von Zivilisten durch ungarische Freischärler. Auch ein Bundesheersoldat wurde hingerichtet. Der blutigste Tag war der 4. September 1921. An dem Tag starben 10 Soldaten beim Angriff ungarischer Freischärler auf die Umgebung von Kirchschlag. Die ungarische Seite verzeichnete 30 Tote. Bemerkenswert ist, dass die Freischärler auch mehrere Kameraden hinrichten ließen. Unter den toten ungarischen Freischärlern, die aktiv mit Waffen gekämpft hatten, stammten nur 3 aus burgenländischen Orten. Während es auf der österreichischen Seite Bundesheer, Zollwache und Gendarmerie waren, die die Landnahme durchzuführen hatten, war die Gruppe der ungarischen Gegner viel inhomogener. Im burgenländischen Narrativ wurden diese Gruppen unter dem Begriff Freischärler zusammengefasst. Ihre Beweggründe waren unterschiedlich. Sie rekrutierten sich teils aus Studierenden der ungarischen, größtenteils Budapester Hochschulen. Ein Teil bestand aus abgerüsteten Frontsoldaten der ehemaligen K&K-Regimenter und ein guter Teil setzte sich auch aus Söldnern und politischen Abenteurern zusammen. Während die akademischen Legionen der Überzeugung waren, die Heimat gegen den Feind von außen verteidigen zu müssen, gab es andere Gruppen, die die Restaurierung der Habsburger zum Ziel hatten. Ein Teil wollte Ungarn vor dem Kommunismus retten. Heute weiß man, dass all diese Gruppierungen von Budapest gesteuert und mit modernsten Waffen ausgestattet wurden. Ihre Kommandanten waren Paul Bronner, Julius von Ostenburg-Moravec und Ivan Hegyas. Sie nannten sich selber königlich-ungarische, westungarische Aufständische. Auch der Bruder von Franz Leha, Anton Freiherr von Leha, mischte als militärischer Berater Kaiser Karls mit. Vereinzelt kämpften auch ungarische reguläre Verbände an der Seite der Freischärler. Sie hatten keine einheitliche Uniformen, sondern sie trugen eine Jagdbekleidung. Auf den Fotos, die vorhanden sind, ist auch auffällig, dass sie bis an die Zähne bewaffnet waren. Sie verfügten über Maschinengewehre und Handgranaten und waren damit weit besser ausgerüstet als die österreichische Gendarmerie. Über die Anzahl gibt es nur Schätzungen, sie reichen von 10.000 bis zu 40.000. Heute geht man eher von einer Zahl von 10.000 aus. Die Zeit der Landnahme von 1919 bis Dezember 1921 war für die später burgenländische Bevölkerung besonders gefährlich. Von der Bevölkerung waren lediglich die vom ungarischen Staat eingesetzten Beamten, ein kleiner Teil des gebildeten Bürgertums, Teile des Klerus und die Großgrundbesitzer für den Verbleib bei Ungarn. Der überwiegende Teil der Bevölkerung war für den Anschluss an Österreich. Daher ließen sich die Burgenländer auch nicht für die Freischärler-Einheiten rekrutieren. Während sich die Freischärler als Freiheitskämpfer für Großungarn sahen, war das Bild bei der Bevölkerung ein anderes. Sie errichteten in den Dörfern und Städten Terrorregime. Die Bezeichnung als Banditen dürfte noch schmeichelhaft für die an der Bevölkerung verübten Gräueltaten sein. Obwohl die ungarische Regierung für den Sold und für die Bezahlung der Freischärler aufkamen, plünderten sie, beraubten sie die burgenländische Bevölkerung. Sie misshandelten, folterten und mordeten und verbreiteten Angst und Schrecken. Die Menschen des Burgenlandes waren den bis auf die Zähne bewaffneten Freischärlern hilflos ausgeliefert, da es sonst eigentlich keine Autoritäten im Land gab. Einen besonders tragischen Fall möchte ich hier als Beispiel für viele andere erwähnen. Und zwar ist das der Fall
von Josef Iljesch. Josef Iljesch kam 1888 in Sava in Ungarn, jetzigen Ungarn, zur Welt, und in St. Michael bei Güssing war er als Notär tätig. Iljesch gehörte eigentlich zur magyarischen Dorfoberschicht. Er heiratete die um 8 Jahre jüngere Rosa Stolschitz. Der Zufall wollte es, dass es verwandtschaftliche Beziehungen zu Staatskanzler Renner gab. Rosas Schwester Luise war mit Kanzler Renner verheiratet, sodass Iljesch der Schwager Renners war und sich beiden von diversen Familienfesten und Besuchen von Onkel Renner persönlich gut kannten. Am 28. August 1921 begann die österreichische Gendarmerie mit der Landnahme. Die ungarische Gendarmerie und der Grenzschutz des Bezirkes sammelt sich daher im Raum St. Michael und zog nach Ungarn ab. Nach dem Abzug der Österreich besetzten sie St. Michael erneut, also sie sind wieder zurückgekommen und ließen die deutschsprachige Bevölkerung die Demütigung des Abzuges auch spüren. Am 30. August 1921 wurde Josef Iljesch von ungarischen Gendarmen verhaftet. Es wurde ihm Verrat vorgeworfen. Als Beweis diente ein privater Brief von Iljesch an seinen Verwandten Karl Renner. Darin äußerte er sich kritisch über das Verhalten der Freischärler. Der Spionageverdacht wurde in den Raum gestellt. Er wurde wiederholt verhört und von der Gendarmerie schlimm misshandelt. Am 31. August wurde er von 2 Gendarmen im Wald zwischen Kotezitten und Kofidisch mit einem Genickschuss exekutiert. Die beiden Mörder waren Gendarmen namens Burkanski und Ipasch und wurden im September 1923 vor ein ungarisches Militärgericht gestellt und freigesprochen. Das wichtigste staatsrechtliche Dokument für das spätere Burgenland war der Vertrag von Saint-Germain. 1919 trafen sich in Paris die Siegermächte des Ersten Weltkrieges, um mit den Verursachern des Großen Krieges Frieden zu schließen. Sie hatten aber auch den Anspruch, eine neue Weltordnung zu erschaffen und auf Grundlage von US-Präsident Woodrow Wilsons Idee der Selbstbestimmung der Völker. Für ein österreichisches Deutsch-Westungarn gab es gute Argumente. Es war zum einen der Großraum Wien, der unmittelbar nach dem Krieg, aber auch dann noch später, zu einem hohen Maß von der Landwirtschaft und Viehzucht des späteren Burgenlandes abhängig war und die Bevölkerung war überwiegend deutschsprachig. Die Hoffnung auf einen Anschluss an Österreich war groß. Umso erschütternder war das erste Resultat. Der erste Entwurf vom 2. Juni 1919, der legte die Staatsgrenze entlang der alten Staatsgrenze von 1867 fest. Das Burgenland verblieb nach diesem Erstentwurf bei Ungarn. Erst indem am 20. Juli 1919 übermittelte zweite Vertragsentwurf ist vermerkt, dass das Burgenland mit der Stadt Ödenburg an Österreich kommen sollte. Die Entente ging in ihrem zweiten Entwurf auf die von Kanzler Dr. Karl Renner eingebrachten Argumentationen in Bezug auf das Burgenland weitestgehend ein. Man nimmt an, dass dahinter eine Intervention der USA auf Grundlage der Forschungsergebnisse zweier Wissenschaftler standen, College und Lawrence Martin. Nach dem bereits bekannten Anschlussverbot an Deutschland und dem Verlust von Böhmen, Mähren, Schlesien und auch Südtirol sah der Vertrag gewaltige Reparationsleistungen vor. Weitere Vertragsbestandteile waren das Verbot eines allgemeinen Heeres und die Rückkehr der Kriegsgefangenen. Weiters regelte der Vertrag auch diverse gesellschaftliche Fragen, wie zum Beispiel die freie Religionsausübung.
Der Verbleib weiter Teile Kärntens sollte im Zuge einer Volksabstimmung entschieden werden. Das Ergebnis der im Oktober 1920 durchgeführten Abstimmung in Kärnten wurde nicht in Frage gestellt. Auch Renner hatte sich für das deutschsprachige Westungarn eine Volksabstimmung gewünscht. Er hoffte, damit die irredentistischen Argumentationen Ungarns jeglicher Legitimierung zu entziehen, da anzunehmen war, dass der Großteil der ca. 75% deutschsprachigen und 15% Kroaten für Österreich optiert hätten. Hätte es diese Abstimmungsklausel im Vertrag von Saint-Germain gegeben, wären die späteren kriegsähnlichen Zustände zwischen Österreich und Ungarn im Zuge der Landnahme vielleicht nie passiert. Das künftige Burgenland fand in den Artikel 27 und 29 seine Erwähnung. Dort wurde in wesentlichen Zügen der Grenzverlauf zwischen Österreich und Ungarn festgestellt. Mit dem Schutz der regionalen Minderheiten im Burgenland setzten sich die Artikel 66 bis 68 auseinander. Für das auf einen Kleinstaat geschrumpfte und wirtschaftlich kaum überlebensfähige Österreich war Saint-Germain zwar ein Schock, man schöpfte daraus aber neuen Mut. Für Ungarn kam das Ergebnis des Friedensvertrages von Trianon 1920 einem staatspolitischen Trauma gleich. Man hat manchmal das Gefühl, dass Ungarn auch sich dieses Trauma bis heute nachwirkt. Ich denke nur daran, dass Ungarn ein Jahr, bevor wir im Burgenland 100 Jahre Burgenland gefeiert haben, ein Jahr der Trauer ausgerichtet hat und im Zentrum von Budapest ein monumentales Trianon-Denkmal steht, in dem alle für Ungarn verlorenen Orte mit ihrer alten ungarischen Ortsbezeichnung vermerkt sind. Auch alle Orte des Burgenlandes sind in diesem Denkmal eingraviert, der Name auch meiner Heimatgemeinde, wo ich 13 Jahre Bürgermeister war, Boldogossany. Aus diesem kollektiven Schockzustand ist auch die nationalistisch-irredentische Freischärlerbewegung in Ungarn zu erklären. Zeitgleich, als sich in Österreich die erste Republik konstituiert, ist das völkerrechtlich zur Republik gehörende Burgenland mit seiner Hauptstadt Ödenburg nach wie vor ungarisch besetzt. Der 25. Jänner 1921, an dem das Bundesverfassungsgesetz über die Stellung des Burgenlandes als selbstständiges und gleichberechtigtes Land im Bund beschlossen wurde, Bundesgesetzblatt Nummer 85 im Jahr 1921, ist die offizielle Geburtsstunde des Burgenlandes. Nach dem offiziellen Inkrafttreten von Trianon am 26. Juli 1921 beginnt am 28. August 1921 der Versuch der Inbesitznahme des Burgenlandes, der sogenannten Landnahme durch die Republik Österreich. In 11 Kolonnen, jede zur Sicherheit von einem Offizier der Alliierten angeführt, beginnt der Versuch der Besitznahme. Bei Agendorf, das ist ein Vorort von Schopron, St. Margareten, Binkerfeld und Kofidisch kommt es zu Kampfhandlungen. Die Landnahme durfte auf Befehl der Alliierten nicht vom Heer, sondern musste durch Gendarmeriekräfte und Zollwache durchgeführt werden. Diese waren aber schlechter ausgerüstet und in der Unterzahl und mussten sich nach wenigen Tagen aus Sicherheitsgründen zurückziehen. Mittlerweile begannen die ungarischen Verbände einen Vorstoß auf österreichisches Territorium, das jedoch vom Bundesheer gesichert war. Am 5. September kam es bei Kirchschlag zu weitreichenden Kampfhandlungen, an denen mehr als 400 Soldaten beteiligt waren. Es grenzt an ein Wunder, dass dieses Gefecht nur das unter Anführungszeichen 18 Todesopfer gefordert hatte, also eine große Anzahl. 10 Österreicher, ein Zivilist, 7 Freischärler. Die kriegsähnlichen Zustände brachten auch die Nachbarstaaten von Ungarn zu einigen Diskussionen.
Das Interesse der sogenannten kleinen Entente, bestehend aus der Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien, lag in der Eindämmung Ungarns und dessen Gebietsforderungen gegenüber allen Nachbarstaaten. Im Spätsommer 1921 stand zur Disziplinierung Ungarns sogar eine militärische Intervention der Tschechoslowakei im Burgenland im Raum. In dieser politisch und militärisch aufgeheizten Situation schaltete sich Italien als Vermittler ein. In Venedig trafen sich Bundeskanzler Schober, die Vertreter Ungarns, Graf Petlen und Graf Banfi und der italienische Außenminister Marchese della Terrotta in Venedig und verhandelte die friedliche Übergabe des Burgenlandes. Der Vertrag sah auch vor, für den künftigen Status von Ödenburg und der umliegenden Gemeinde eine eigene Volksabstimmung durchzuführen. De facto hatte man sich aber in Venedig bereits auf den Anschluss Ödenburgs an Ungarn geeinigt und versuchte nur vor der österreichischen Bevölkerung das Gesicht nicht zu verlieren. Das Resultat der Abstimmung von Ödenburg vom 14. bis 16. Dezember 1921 stand also von vornherein schon fest. Die Machenschaften der ungarischen Wahlbehörden sind in dem im burgenländischen Landesarchiv vorliegenden Dokumenten eindeutig dokumentiert. Darin befinden sich Namenslisten von Personen, die es nicht gibt und die in Straßen in Ödenburg leben, die nicht existieren. In manchen Haushalten wurden Tage vor der Abstimmung bis zu 20 Personen neu gemeldet und die Wahlzettel sind rasch verschwunden. Der akzeptierte Verlust der gewachsenen Hauptstadt Ödenburg sollte dem neuen Bundesland Burgenland den notwendigen Frieden für seine künftige Entwicklung sichern. Die vielen Deutsch- und Kroatischsprachigen in Ödenburg und in den umliegenden Gemeinden wurden damit zu ungarischen Staatsbürgern und die Stadt Ödenburg erhielt den Beinamen Sopron Civitas Fidelissima, Sopron die treueste Stadt. Eine offizielle Hauptstadt erhielt das Burgenland verfassungsrechtlich erst in den 80er Jahren. Einen Regierungssitz und Sitz des Landtages beschloss der Landtag bereits im Jahr 1925, also auch das hat einige Jahre gedauert. Man konnte sich auch übrigens nicht gleich einigen, dass Eisenstadt die Landeshauptstadt sein soll. Auch da hat es Diskussionen innerhalb des Burgenlandes gegeben. Vermutlich war man sich im Jahr 1925 noch nicht ganz sicher, ob Ödenburg vielleicht doch noch den Status als Hauptstadt des Burgenlandes erhalten könnte. Ganz interessant ist auch die Veränderungen direkt an der Grenze, zum Beispiel in Luissing, das erst 1923 zu Österreich gekommen ist. Es hat also de facto zwei Friedensverträge und eine internationale Konferenz gebraucht, damit das Burgenland endlich ein Teil Österreichs werden konnte. Die Verträge von Saint-Germain bzw. von Trianon setzen die Staatsgrenzen zwischen den Nachfolgestaaten Österreich und Ungarns lediglich in sehr groben Zügen fest und ließen den beiden Staaten die Möglichkeit, den exakten Grenzverlauf im Zuge einer von den Alliierten moderierten Grenzkommission im bilateralen Einverständnis selbst festzulegen. Und wenn man Grenzverlauf selbst festzulegen hat, dann kann man sich vorstellen, dass das meistens zu Konflikten führt. Das wird wahrscheinlich vielfach im privaten Bereich so sein, wenn man das selbst machen würde und ist natürlich auch zwischen Staaten durchaus ein hitziger Diskussionspunkt. Also Ende 1921 hatten wir im Burgenland zwar endlich Frieden, aber es war für viele Gemeinden noch immer nicht geklärt, ob sie zu Österreich oder zu Ungarn gehören würden. Es gab zu diesem Zeitpunkt rein deutschsprachige Orte in Ungarn und mehrheitlich ungarische in Österreich. Im Südburgenland kamen daher im Laufe des Jahres 1922
die im Bezirk Oberwart liegenden Gemeinden Schachendorf und Schandorf sowie im Bezirk Güssing die Ortschaften Oberbildein und Unterbildein zu Österreich. Die letzte Grenzkorrektur erfolgte durch die Zuschlagung der Gemeinde Luissing an Österreich im Jahr 1923. Also Luissing feiert das 100-jährige Jubiläum erst im Jahr, im nächsten Jahr. Der Grenzregulierungsausschuss stellte am 19. Dezember 1922 seine Tätigkeit ein und am 10. Jänner 1923 kam Luissing offiziell zu Österreich. Artikel 27 des Vertrages von Saint-Germain schlug die deutschsprachige Gemeinde Hagensdorf Österreich zu, während ebenfalls von Deutschen besiedelte Gemeinde Luissing bei Ungarn bleiben sollte. Und das, obwohl die beiden Gemeinden seit ewigen Zeiten in einer Pfarre verbunden waren. Im Sommer 1922 reisten die beiden Luissinger Rudolf Wiener und Thomas Peil nach Ödenburg, um bei der dort residierenden Kommission der Alliierten die Angliederung an Österreich zu fordern. Die Behörde sagte eine Behandlung des Problems grundsätzlich zu. Daraufhin fand sich die Grenzkommission am 20. August 1922, einem Sonntag, zu einem nicht vorangekündigten Lokalaugenschein in Luissing ein. Wie jeden Sonntag befand sich auch an diesem Sonntag die deutschsprachige Bevölkerung von Luissing in der Pfarrkirche von Hagensdorf beim Gottesdienst. Das wusste der ungarische Gemeindenotär der Nachbargemeinde Binka-Mintzent und er hat entsprechend reagiert. Er mobilisierte die einwunderschönen Damen und Soldaten der ungarischen Nachbargemeinde, um die leerstehenden Häuser im deutschsprachigen Luissing mit ungarischen Nationalfahnen zu schmücken und derart die Zustimmung für einen Verbleib bei Ungarn zu suggerieren. Einzig einige deutschsprachige Luissinger Kinder waren noch im Ort, die zur Verteidigung, unter Anführungszeichen natürlich ihrer Heimat, die Kommission darüber aufklärten, dass im Ort ausschließlich Deutsch gesprochen wurde. Es gelang den Kindern, es waren schon ein bisschen größere Kinder, die Abreise der Kommission so lange zu verzögern, bis die Luissinger Bevölkerung vom Hagensdorfer Kirchgang zurückgekehrt war und die Angaben der Kinder auch offiziell bestätigt wurde. Manchmal schreibt der Zufall Geschichte, daher war es auch den jugendlichen Kindern von Luissing zu verdanken, dass der österreichische ungarische Grenzregulierungsausschuss am 26. Oktober 1922 Luissing Österreich zugesprochen hat. Es gibt im Burgenland, und das finde ich etwas schade, nur wenige Erinnerungsorte, an denen der Opfer der Kämpfe der Gendarmerie und Bundeswehr gedacht wird. Eine Gedenktafel befand sich im Landhaus und später im neuen Polizeigebäude in Eisenstadt. Seit 2021 erinnert auch eine Gedenktafel am Landesehrenmal am Geschriebenstein der toten Kameraden des Bundesheeres und am Zentralfriedhof befinden sich noch heute mehrere Gräber, die von einer Privatperson gepflegt werden. Das Land Burgenland hat diesen Menschen sehr viel zu verdanken. Es ist nicht nur bei kriegerischen Auseinandersetzungen oft der Fall, sondern auch im Wirtschaftsbereich, auch im Gesundheitsbereich, dass viele wenigen viel zu verdanken haben. Und ich denke, dass auch das Burgenland mit knapp 300.000 Einwohnern wenigen sehr viel zu verdanken hat. Und das sind jene, die auch im Jahr 1921 bei der Landnahme sich dafür eingesetzt haben, dass das Burgenland zu Österreich gekommen ist und dass manche das auch mit dem Leben bezahlen mussten. Und daran sollten wir gerade auch bei diesem besonderen Jubiläum, 100 Jahre Burgenland, heute offiziell 101 Jahre Burgenland, gedenken. Und ich bin überzeugt davon, dass das Burgenland jetzt und in Zukunft diesen Personen auch ein ehrendes Angedenken bewahren wird.
Danke für die Aufmerksamkeit. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann, für diese so profunde, sachdienliche und detaillierte Schilderung dieses an sich etwas sperrigen Begriffs Landnahme des Burgenlandes, worunter man sich ja im ersten Moment nicht sehr viel vorstellen kann. Wenn man allerdings jetzt sich vorstellt, so wie Sie das ja beschrieben haben, mit wie viel Leid und Blut das verbunden war, diese Landnahme des Burgenlandes, dann sieht man, dass natürlich auch die Heimatliebe in diesem Bundesland ganz besonders ausgeprägt ist, weil dieses Land wurde tatsächlich für Österreich erkämpft. Ich hatte die Freude und die Gelegenheit, als Leiter der Operationsabteilung vom 5. September 1991 bis zum Beitritt Ungarns, Tschechiens zum Schengen-Regime direkt die Führungsverantwortung auf militärstrategischer und operativer Ebene für den Assistenzeinsatz im Burgenland zu tragen, und ich habe in diesen 17 Jahren einmal im Monat zur Dienstaufsicht den Assistenzeinsatz besucht, und es gibt, glaube ich, meines Wissens nach, vielleicht sind ein paar neue gebaut worden, aber kaum einen Feldweg, den ich in diesen Zeiträumen nicht selbst abgefahren oder abgegangen wäre. Und es war schon in meiner Zeit als Militärakademiker Ende der 60er Jahre so, dass ich mich sehr gerne im Burgenland aufgehalten habe und von der offenen, gastfreundlichen Art der Burgenländer sehr angetan gewesen bin. Das hat sich natürlich in diesen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren des Assistenzeinsatzes noch erheblich verstärkt. Ich kann mich noch gut erinnern, als der damalige Adjutant des Herrn Bundesministers, damalige Oberst des Generalstabsdienstes Wolfgang Spinker mich angerufen hat, nachdem der Ministerrat nach einer längeren Diskussion an diesem 5. September um 13.10 Uhr beschlossen hatte, den Assistenzeinsatz zu genehmigen, sind wir davon ausgegangen, dass dieser Assistenzeinsatz zunächst einmal 10 Wochen dauern wird. 10 Wochen. 10 Wochen. Es war, man darf nicht vergessen, Anfang September, 4 Wochen vor einer Nationalratswahl und daher natürlich auch eine gewisse angespannte politische Stimmung gegeben. Ich kann mich noch gut erinnern, dass damals von bestimmter politischer Seite, von einer Partei, die heute in der Regierung ist, aber damals noch nicht in der Regierung war, sofort verfassungsrechtliche Bedenken geäußert wurden und der Verfassungsgerichtshof angerufen wurde wegen der Illegitimität dieses Assistenzeinsatzes im Burgenland durch das Bundesheer, vor allem die Ausgestaltung dieses Assistenzeinsatzes. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass auch im Bundesheer, in weiten Kreisen des Bundesheeres, zunächst einmal Information und Quellenstudium betrieben werden musste und angeordnet werden musste, weil die allgemeinen Dienstvorschriften
genaue Vorgaben für Assistenzleistungen ergeben. Und hier ist es eben so, dass die zivile Obrigkeit, in dem Fall die Bundesregierung, dass den Anfang des Assistenzeinsatzes, das Assistenzziel und das Ende des Assistenzeinsatzes vorgibt, dass aber die Durchführung des Assistenzeinsatzes ausschließlich in militärischen Händen zu liegen hat. Und da gab es natürlich Meinungen wie, ja, was interessiert uns die ATV, das ist doch eine Vorschrift des Bundesheer. Da mussten wir einigermaßen peinliche Gespräche führen und die anderen Behörden, auch die obersten Behörden, darauf hinweisen, dass die allgemeinen Dienstvorschriften für das Bundesheer eine Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Hauptausschusses im Nationalrat waren und sind, worin also sehr wohl auch allgemeines Verwaltungshandeln außerhalb des Bundesheeres generiert wurde. Aber das hat sich dann mit der Zeit alles eingespielt und ich glaube, ich kann also mit großem Stolz sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ich noch vom Vorgänger des Herrn Landeshauptmanns in den 90er Jahren als Leiter der Operationsabteilung in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Klestil in Siegendorf, wo immer die Weihnachtsfeiern stattgefunden haben, eine burgenländische Landesauszeichnung bekommen habe und dann zu Ende des Assistenzeinsatzes mit dem Schengen-Beitritt von Ungarn und Tschechien durch Sie, Herr Landeshauptmann, mit dem höchsten burgenländischen Landesorden ausgezeichnet wurde, der also in meiner Vitrine immer einen besonderen Ehrenplatz einnimmt und ich ihn immer mit großem Respekt und großer Dankbarkeit anschaue und mich erinnere, was für eine ungeheure Zeitspanne aus 10 Wochen zu Beginn am 5. September 1991 bis zum Ende 2007 dann geworden ist. Meine Damen und Herren, der Herr Landeshauptmann war so freundlich und hat sich bereit erklärt, auch für eine Fragestunde und eine Diskussion zur Verfügung zu stehen. Ich darf Sie ersuchen, der Hausordnung hier entsprechend die Masken auf den Sitzplätzen noch zu tragen. Wenn Sie sich zu Wort melden, bitte können Sie die Maske natürlich abnehmen. Es wird ein Mikrofonträger zu Ihnen kommen. Warten Sie, bis das Mikrofon da ist, weil sonst die Streaming-Zuhörer und Zuseher die Frage, die Sie stellen, nicht hören können, weil nicht im ganzen Saal so Mikrofonen verteilt sind. Also bitte sich zu melden und dann zu warten, bis das Mikrofon da ist. Und die erste Frage darf ich an unser Vorstandsmitglied Brigadier Manfred Wagner geben. Bitte das Mikrofon zu ihm. Herr Landeshauptmann, ganz kurz, wie beurteilen Sie die Rolle des Fürsten Esterhazy in der Landnahme Österreichs? Heikle Frage. Ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, dass die burgenländische Bevölkerung schon aufgrund der Tatsache, dass er 75%, ich habe es in meinem Vortrag gesagt, deutschsprachig waren, 15% kroatisch sprechend waren, dass es hier eine überwiegende Mehrheit gegeben hat, dass das Burgenland zu Österreich kommt. Und es hat ganz allgemein in manchen Bereichen des Großgrundbesitzes und auch des Klerus durchaus auch Bestrebungen gegeben, dass das nicht zu Österreich kommen soll. Und ich habe diese Auskunft auch von meinem Großvater bekommen, der damals schon auch politisch tätig war, der wahrscheinlich ist nachvollziehbar auch Sozialdemokrat war und die sich vehement für Österreich ausgesprochen haben, aber es hat durchaus auch in meiner Heimatgemeinde in Frauenkirchen, was Großgrundbesitz anbelangt hat, durchaus Tendenzen gegeben, das zu verhindern, dass das Burgenland nicht zu Österreich kommt. Also das hat es gegeben, aber der überwiegende Teil war dafür.
Weitere Fragen? Bitte, Herr Botschafter. Bitte das Mikrofon. Herr Landeshauptmann, ist es wahnsinnig interessant, aus burgenländischer Sicht jetzt zu hören, wie die Landnahme damals vonstatten ging, aber auch die Volksabstimmung. Sie erwähnten ein Wort, das mich überraschte, aber auch neugierig machte, nämlich Sie sagten, Österreich habe dann Italien so, zu einer Art von Schiedsrichter oder Helfer für diese politische Problematik gewählt. Jetzt, es gibt eine tief gewurzelte Überzeugung in nicht burgenländischen Kreisen, dass Italien bei dieser Volksabstimmung angeblich Augen zudrückte und also in großer Zahl ungarische Soldaten und Sonstiges nach Ödenburg hinein schleuste, so ähnlich wie dieses ungetreue Italien habe eigentlich mit Ungarn gemeinsame Sache gemacht. Ist das vielleicht eine Mär oder können Sie sowas bestätigen? Meine zweite Frage ist die Rolle der Kroaten. Waren die automatisch auf der österreichischen Seite? Ich kann mich erinnern, ich war vor einem Jahr in Ödenburg und da gab es große Schilder, wo man feierte diese Abstimmung, aber auch die Abstimmung über den Teil, der von der Slowakei, glaube ich, abgetrennt wurde. Und da hat es geheißen, wir haben ja so viel Propaganda gemacht, wie stimmt es doch für uns ab, denn dieses armselige Österreich ohne dies nicht lebensfähig, während wir in Ungarn, wir blühen. Also es scheint, dass der wirtschaftliche Unterschied zwischen den beiden Staaten nicht unbedingt eine Einladung war, dass die Deutschsprachigen für Österreich stimmten. Dankeschön. Vielleicht, ich habe es auch im Vortrag gesagt und habe es auch in meinen Unterlagen stehen, dass man versucht hat, eine friedliche Lösung zu finden, was grundsätzlich ja zu begrüßen ist. Und deswegen haben sich in Venedig eben der Bundeskanzler Schober, der italienische Außenminister, getroffen und haben über die Lösung gesprochen, wie man das Burgenland entsprechend den Friedensverträgen auch zu Österreich kommt und wie man das friedlich machen kann. Und unsere Historiker im Burgenland, aufgrund der Unterlagen, die im Landesarchiv auch einsehbar sind und in der Kulturabteilung, die sagen, und von dort stammen auch meine Unterlagen, ich habe mich damit relativ intensiv beschäftigt, dass vorher ausgemacht war, die Freischärler ziehen ab und Ödenburg bleibt bei Ungarn und kommt nicht zu Österreich. Und das war sozusagen im Vorfeld der Deal, um die Kampfhandlungen, und es hat ja doch viele Tote auch gegeben, ja, ganz einfach zu beenden. Jetzt kann man diskutieren, ob der Deal gut war oder ob er nicht gut war, aber unsere Historiker behaupten, dass das vorher ausgemacht war, dass die Stimmzettel dann weg waren, dass auch dokumentiert in unseren Archiven die Wahlmanipulation feststellbar ist. Also das dürfte mehr oder weniger durchaus akzeptiert worden sein, auch von österreichischer Seite, damit man auch nach dem schwierigen Weltkrieg zu einem Frieden kommt und den Kompromiss schließt, so wäre meine Interpretation. Darf ich vielleicht noch kurz zu einer Anekdote betreffend Esterhazy kommen? Nikolaus Esterhazy, genannt der Prächtige, einer der ganz großen Magnaten in Ungarn, hat einen englischen Landlord zu sich eingeladen. Und am Abend saß man also zu Ehren des Gastes, des Landlords, bei köstlichem schottischen Whisky.
Und der englische Landlord hat also dann einen Schluck genommen und hat zu Nikolaus Esterhazy gesagt: Ich habe 5000 Schafe auf meinen Ländereien. Esterhazy hat zunächst keine Antwort gegeben, hat auch einen Schluck genommen und hat gesagt: Ich habe auch 5000, allerdings Schafhirten. Der Landlord ist am nächsten Morgen abgereist. Bitte, bitte, Frau Wittfahrer. Ja, ja. Ja, grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Mein Name ist Edeltraud Fichtenbauer. Ich bin eine 100- oder 1000-prozentige Burgenländerin. Ich komme aus Neusiedl, mein Vater aus Winden und meine Mutter aus Wulkau-Brodersdorf. Meine Wurzeln sind aus meiner Sicht deutsche Wurzeln. Allerdings in meiner Kindheit habe ich sehr viel Ungarisch gehört, noch von meinen Großeltern. Warum sage ich das? Weil es mir wirklich großes Anliegen ist, dass alle hier wissen und das nochmals wiederholt wird von Ihnen, dass 75% der Bevölkerung im Burgenland deutschsprachig war, wie 1921. Warum sage ich das? Ich bin im Laufe meines Lebens meinen ungarischen Wurzeln nachgegangen, habe mir die Mühe angetan, Ungarisch zu lernen. Ich habe dann Ungarisch erlernt, weil ich es gehört habe als Kind, also habe ich mich nicht so schwer getan. Und ich habe dann Ungarn Kontakte gepflogen. Ich war an der Universität in Debrecen und habe viele ungarische Kontakte und Freunde auf Ungarisch kennengelernt. Vielleicht ist das eine Erweiterung des Horizonts, weil auf Ungarisch man sich vielleicht anders dann unterhält wie auf Deutsch. Und da habe ich eine Einsicht gewonnen. Und die Einsicht war, dass auch die heutigen Ungarn, überzeugt davon sind, zumindest die, die ich kennengelernt habe, und das ist von der Putzfrau bis zum Universitätsprofessor. Burgenland ist ein Teil Ungarns. Sie sind heute noch davon überzeugt, dass die Mehrheit der Burgenländer ungarischstämmig ist. Das wird auch unterrichtet an den ungarischen Schulen, soweit ich da Einblick hatte. Meine Kinder waren viel in Ungarn, sie haben viel Kontakt mit ungarischen Kindern gehabt. Das ist ihnen auch immer so gesagt worden. Sie meinen tatsächlich, also Burgenland ist ungarischstämmig, und zwar mit so einer Vehemenz, dass ich dann selbst gezweifelt habe. Ich habe dann versucht zu rekonstruieren, also wie war das jetzt in meiner Heimatgemeinde? Wie war das in Neusiedl? Wie war das in Wulkau-Brodersdorf? Wie war das in Winden? 1921, also waren da jetzt mehr Ungarn oder mehr Deutsche oder wie war das jetzt wirklich? Das ist nämlich nicht selbstverständlich, wenn Sie das so sagen, 75% waren deutschsprachig. Und ich habe dann versucht, die Kriegerdenkmäler zu lesen, und weil die Toten aus dem Ersten Weltkrieg 1914 bis 1918 sind ja gestorben in einer Zeit, wo Burgenland noch Teil Ungarns war. Und mit Überraschung habe ich festgestellt, dass sämtliche Verstorbenen in Neusiedl zum Beispiel, also das ist Nordburgenland, ja, in Neusiedl deutsche Namen gehabt haben. Kein einziger ungarischer Name in Neusiedl. Kein einziger ungarischer Name in Winden zum Beispiel. Und das, obwohl dieser Teil des Burgenlandes hunderte Jahre vorher in Ungarn war. Für mich war das eine überzeugende Tatsache, dass ich den Ungarn entgegenhalten konnte. Na, so war das aber nicht. Wir waren keine Ungarn. Wir waren deutschsprachig. Wir waren überwiegend deutschsprachig. Und dann, ich will es wirklich als Erfahrung erzählen, weil ich das so oft erlebt habe, das Argument von den Ungarn, die sagen zu mir bitte, als Neusiedler, als Österreicher, als hundertprozentiger, du kannst dir nicht aussuchen, wer du bist. Du bist nicht Österreicher. Du siehst aus wie eine Ungarin, sie wissen jetzt, wie Ungar ausschaut. Du sprichst wie eine Ungarin. Du bist ein Teil von uns, mindestens bis zur Leiter gehört das Burgenland immer noch zu Ungarn. Das ist eine Kutzpe des Schicksals, dass es nicht so ist. Und ich rede da jetzt eben nicht von der Vergangenheit, sondern von jetzt. Und deswegen bin ich eben so froh, wirklich froh, dass Sie als Landeshauptmann und Sie sich auch jetzt noch berufen haben auf historische Unterlagen, und dass es die offensichtlich gibt, mit Vehemenz sagen,
Burgenland war zu 75% deutschsprachig, ich nehme an zu 20% oder 15% kroatischsprachig und nur zu einem ganz kleinen Teil ungarisch sprechend. Und noch als Verstärkung dieser Theorie, die ich sage, ich rede auf Ungarisch mit den Lehrern meiner Kinder, mit den Ungarischlehrern meiner Kinder, das sind junge Leute, ja, die sagen mir, na, wir waren ganz überrascht, wie wir noch ins Burgenland gekommen sind, wir haben geglaubt, da reden alle Ungarisch. Dann sage ich darauf, ja bitte, wer in Neusiedl, da gibt es keine Ungarn. Was heißt das? Sie sind so unterrichtet worden, Sie sind diese Überzeugung ja nicht von der Luft heraus, sondern weil das in Ungarn so dargestellt wird. Und viele andere Dinge. Universität Debrecen wird unterrichtet, nicht nur Sopron ist die treuerste Stadt, sondern Sopron hat zu 100% aus Ungarn bestanden. Also nicht so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, Sopron war überwiegend deutschsprachig. Ich meine, so dank der Europäischen Union ist das derzeit überdeckt, dieses Thema. Aber ich bin sehr froh, dass es die Dokumente gibt und dass das auch öffentlich gesagt wird, um klarzustellen, dass Burgenland überwiegend deutschsprachig gewesen ist und eher zu Österreich gehört als zu Ungarn. Danke vielmals. Weitere Fragen, bitte. Bitte. Ja, zunächst herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Meine Frage schließt sich in diesem Bereich an, wo meine Vorrednerin gerade einen Beitrag geliefert hat. Neben der überwiegenden deutschsprachigen Bevölkerung und der Minderheit der kroatischsprachigen gab es doch eine Minderheit an ungarischsprachigen. Wie war die Einstellung dieser ungarischsprachigen Minderheit und warum ist es dieser kleinen Minderheit nicht gelungen, auf die ungarische Seite zu wechseln? War die Sprache das Ausschlaggebende oder doch das Territoriale, die Grenzziehung? Bitte, Herr Landeshauptmann. Also man könnte in die Geschichte natürlich weiter, noch weiter zurückblenden. Es gibt Leute, die haben einen Stammbaum, der ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Und da ist zum Beispiel als große Ansiedlungen aus Bayern im Burgenland gegeben. Also auch von der Seite her. Das Zweite ist, ich kann mich an meinen Großvater erinnern, bin bekanntlich ja auch nicht mehr der Jüngste, wo ich schon gesagt habe, dass der in den 20er Jahren politisch tätig war und vorher auch schon. Ja. Und kann mich nie erinnern, dass der Ungarisch gesprochen hätte. Obwohl wir, das muss ich auch dazu sagen, Sie haben Gemeinden genannt, wo überhaupt wenig Ungarn waren. In Frankenkirchen haben wir etwas mehr Ungarn gehabt. Und die gerade auf den Gutshöfen teilweise damals gearbeitet haben und dann später erst von den Gutshöfen, da haben 400 Leute auf Gutshöfen, Albrechtsfeld, Paulerhof und so weiter gearbeitet, die dann in die Gemeinden reingekommen sind. Es ist teilweise so ein Fehler gemacht worden in der Vergangenheit, weil grundsätzlich das Erlernen, ob das Ungarisch oder Kroatisch ist, etwas Positives ist. Ja, jeder, der mehr Sprachen kann, das wissen wir heute, forcieren das auch. Ich muss auch sagen, dass das Land, auch der Bund, für diese Vielfalt auch der Volksgruppen relativ doch einiges an Geld zur Verfügung stellt. Ja, und vom Kindergarten beginnend dort, wo Volksgruppen sind, auch die ungarische oder die kroatische Sprache gelernt wird. Man war teilweise der Meinung, vor Jahren, man sollte, und teilweise auch die Volksgruppen, man sollte nicht die Volksgruppensprache reden, Ungarisch und Kroatisch, sondern Deutsch. Ja, da hat man gesagt, wenn du gut Deutsch kannst, dann kannst du einen gescheiten Beruf lernen. Wenn du nicht gut Deutsch kannst, also lern nicht Ungarisch, lern nicht Kroatisch. Das war die Assimilation. Ich muss sagen, das war nicht unbedingt positiv, weil wir heute sagen, jede Sprache zu lernen ist ein Gewinn und man kann damit auch sie entsprechend gut entwickeln. Also insofern, was im Burgenland noch war, das muss man auch sagen, es hat zwischen den Volksgruppen, Kroatisch, Ungarisch und Deutsch, eigentlich nie Probleme gegeben. Ja?
Das war schon irgendwo ein Markenzeichen des Burgenlandes. Wie gesagt, wie ich Bürgermeister war, die 13 Jahre haben wir von da, weil wir ein bisschen eine größere ungarische Volksgruppe gehabt haben, einen, der Ungarisch spricht, im Gemeinderat gehabt, damit es eine entsprechende Vertretung gibt. Das war aber komplett problemlos. Der war wahrscheinlich gar nicht drin, weil er jetzt Ungarisch sprechend ist, aber das hat eigentlich nie eine besondere Rolle gespielt. Oder bei mir im Büro, 18 Jahre als Landeshauptmann, haben sie gesagt, das ist ein Kroate. Sag ich, erst, ich habe gar nicht gewusst, dass du ein Kroate bist. Also insofern, das ist für Südtiroler unverständlich. Es war der Turnwalder bei mir einige Male zu Gast und der hat gesagt, also wenn wir haben, weiß ich nicht mehr den Prozentsatz, so viele Italiener und mehr dürfen im öffentlichen Dienst nicht arbeiten wie dieser Prozentsatz. Ist schon ein paar Jahre her, kann sich geändert haben. Wir haben im Burgenland nicht gesagt, es gibt 13% kroatisch sprechende Bevölkerung und nur 13% dürfen dort in der Landesregierung oder im öffentlichen Bereich arbeiten, sondern der geeignet ist, arbeitet dort. Und damit haben wir ganz einen entspannten Umgang miteinander gehabt und auch keine Probleme mit den Ortstafeln und Ähnlichem. Also im Wesentlichen. Also insofern glaube ich, ist es im Burgenland eben recht gut gelaufen, aber es war, wie gesagt, ich kann mich in der Kindheit nicht erinnern, dass da Ungarisch gesprochen wurde oder dass da Probleme gegeben hat. Und wie gesagt, ob die ungarische Volksgruppe oder die kroatische Volksgruppe, jetzt wird großer Wert gelegt, dass dort, wo Ungarisch gesprochen wird, dass die Kinder auch im Kindergarten tun können, dass die kroatisch Sprechenden auch schon im Kindergarten, wenn sie wollen, also kroatisch angeboten wird und die Mehrsprachigkeit, glaube ich, ein Gewinn an und für sich ist. Je mehr Sprachen man kann, umso besser ist es und dass man Sprachen im Kindesalter relativ leichter erlernt als im fortgeschrittenen Alter, glaube ich, ist auch eine bekannte Tatsache. Also insofern war das durchaus im Burgenland so. Wie gesagt, Renner hat ja vielleicht gar nicht Unrecht gehabt, wenn das in den Staatsverträgen drinnen gewesen wäre, eine Volksabstimmung im gesamten Burgenland zu machen, dann hätte es vielleicht, das kann man jetzt im Nachhinein natürlich immer klüger sein, aber das ist auch schon früher so analysiert worden. Ne? Es hat auch in Kärnten Abstimmung gegeben und das im Burgenland wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, um bei der Landnahme Tote zu verhindern, wenn man sich an die demokratischen Regeln hält. Wir haben, glaube ich, zwei Anfragen von Streaming-Zuhörern. Herr Major, darf ich bitten, dass du die Fragen vorbringst? Ja, Major Franz Schreiber, Geschäftsführer, Vorstand der Stratec. Die zwei Fragen, ich fange mit der zweiten an, inhaltlich passender gerade zur Thematik. Die Frage wurde gestellt, wie ist das Verhältnis zwischen der gegenwärtigen burgenländischen Landesregierung und der ungarischen Regierung im Kontext vom Vertrag von Trianon? Damit gemeint eben der Verlust oder aus ungarischer Sicht der gedachte Verlust von Land, aber auch als Niederlage bezeichnet, hat das Auswirkungen auf das Land Burgenland? Also zunächst spreche ich von meiner Zeit und dann über die Beurteilung der jetzigen Zeit. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man mit den Nachbarn gut auskommt. Und ich habe versucht, und ich glaube, dass da auch gemeinsam in der Regierung einiges gelungen ist, nämlich dass man mit den Nachbarn gut auskommt und dass wir gemeinsam mit den Ungarn in diesen 18 Jahren auch viele grenzüberschreitende Projekte gemeinsam initiiert haben. Und damit, das soll ja der Bevölkerung zugutekommen, weil Politik und grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll was bringen, und zwar soll es den Menschen was bringen. Und deswegen war auch immer meine Vorgabe, wir halten von unserer Seite immer guten Kontakt zu den Ungarn, versuchen EU-Gelder für grenzüberschreitende Projekte zu bekommen und damit Bahnelektrifizierung, Radwege grenzüberschreitend auszubauen, im Bildungsbereich die Sprache zu forcieren und so weiter, für die Menschen etwas Positives zu erreichen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass auch jetzt aktuell versucht wird,
unabhängig von dem Denkmal und unabhängig von der Geschichte, es ist ja alles schon sehr, sehr 101 Jahre her, das ist die Geschichte, die soll man kennen. Ja, Geschichte ist ja wichtig, um nicht vielleicht den einen oder anderen Fehler zu machen, aber grundsätzlich hat das Burgenland nicht zu den Volksgruppen, was ich vorher gesagt habe, sondern auch zu den Nachbarn ein, wie ich fest überzeugt bin, ein sehr korrektes Verhältnis, und die Zusammenarbeit wird auch mit den Nachbarn gesucht. Historische Frage, was für eine militärische Infrastruktur, wie in etwa Kasernen, war 1920 im Burgenland vorhanden? Vielleicht können wir da den Herrn Oberst Dr. Steiger zur Rate ziehen. Also da, diese Frage müssten Fachleute beantworten. Da fühle ich mich, muss ich ganz offen sagen, der Herr General hat gesagt, ich war beim Bundesheer, aber das haben wir eigentlich so nicht mitbekommen. Also das wurde in den Vorträgen nicht mitgeteilt. Kannst du was dazu sagen, Herr Oberst? Mikrofon. Es war hier Druck vorhanden, also der Truppenübungsplatz vorhanden. Es war die damalige Schulkaserne Eisenstadt, später erst Martinskaserne, umbenannt. Und im Süden, bitte? Neusiedl habe ich natürlich vergessen. Und im Süden relativ wenig. Es kommt die Jägerkaserne Oberwart, sage ich mal, aus der Bewegung 1932 dazu. Es kommt Binkerfeld 1932 dazu. Und Güssing war auch noch Geschichte. Und das war es dann im Ganzen gesehen. Ich darf vielleicht nur ergänzen, es hat deutlich mehr Kasernen gegeben damals als maturaführende Schulen, weil es hat im ganzen Burgenland nur eine maturaführende Schule gegeben. Jetzt wurde das natürlich deutlich umgedreht und wir haben Dutzende maturaführende Schulen im Burgenland. Was auch damit zusammenhängt, um hier vielleicht auch ein bisschen eine Brücke zu schlagen, dass das Burgenland erstens das Armenhaus Österreichs war, das Land der Bildungsschande war, das Land der geringsten Einkommen war und mit zunehmender Bildung, und wir haben viele Jahre die höchste Maturantenquote aller österreichischen Bundesländer in der Vergangenheit gehabt, mit den, damit in weiterer Folge mit den Fachhochschulen und so weiter. Das ist die Basis immer für eine positive Entwicklung. Gibt es noch eine Frage, bitte? Bitte, Herr Brigadier. Herr Landeshauptmann, Sie haben mich neugierig gemacht. Was waren die Alternativen als Landeshauptstadt zu Eisenstadt und sind diese Alternativen heute noch aktuell? Also Frauenkirchen war nicht im Gespräch. Nein, es war Sauerbrunn war auch im Gespräch, also da wurde auch diskutiert, dass Sauerbrunn Landeshauptstadt werden könnte. Es ist über Mattersburg diskutiert worden. Also das sind durchaus auch Veranstaltungen organisiert worden, wo die entsprechenden Städte informiert haben, warum sie Landeshauptstadt werden sollen. Auch in Eisenstadt hat es solche Wahlveranstaltungen gegeben, wenn man Wahl unter Anführungszeichen einmal setzt, dass Eisenstadt Landeshauptstadt werden soll. Also insofern waren mehrere Standorte im Gespräch und wie gesagt ist die Entscheidung auf Eisenstadt gefallen, was natürlich wieder schwierig ist, weil wenn die geplante Hauptstadt eben nicht ins Burgenland kommt, na, dann hat man wieder ein gewisses Vakuum, dann beginnt man zu diskutieren und dann gibt es natürlich viele, die Ansprüche stellen oder die ihre Argumente ganz einfach vorbringen. Noch eine Streaming-Frage. Eine Streaming-Frage noch aus dem Live-Publikum, und zwar: Welche Beziehungen pflegt das Burgenland zu den deutschen Minderheiten im heutigen Westungarn? Die Deutschen in Westungarn, also ich muss sagen, heute die Frage ist, Agendorf ist eine
deutschsprachige Minderheit in Ungarn und auch da gibt es über verschiedene kulturelle Veranstaltungen immer wieder einen Austausch. Also ich kann mich zurückerinnern, dass Vertreter von Agendorf auch im Burgenland waren bei kulturellen Veranstaltungen. Also auch da gibt es durchaus Aktivitäten. Gibt es noch Fragen, meine Damen und Herren? Wenn nicht, dann darf ich die Diskussionsrunde beenden und darf mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, vielmals bedanken dafür, dass Sie für das heutige Referat, den Festvortrag zur Verfügung gestanden sind und unsere Sichtweise über das Burgenland als jüngstes Kind von Österreich wesentlich erweitert haben. Ich bedanke mich auch, dass Sie sich der nachfolgenden Diskussion und Fragestunde gestellt haben. Und es bleibt mir jetzt nur noch, bevor ich Erinnerungsgeschenke an Sie überreichen darf, Sie darauf hinzuweisen, dass wir jetzt im Anschluss daran bei den Erfrischungen, wie ich das immer nenne, in fester und flüssiger Form, heute die Gäste des Burgenlandes sind, wofür ich mich sehr herzlich bedanke. Herr Landeshauptmann, darf ich mir erlauben, zur Erinnerung an den Besuch beim Bundesheer, der höchsten Bildungs- und Forschungsstätte des Bundesheeres, an der Landesverteidigungsakademie, Ihnen ein neues Buch über das Bundesheer als Rückgrat der Republik zu überreichen. Ich habe mir erlaubt, eine Widmung für Sie hineinzuschreiben. Und vielleicht haben Sie einmal Zeit, etwas drinnen zu schmökern. Es ist in erster Linie ein Bildband. Herzlichen Dank. Danke für unsere Es ist sehr schwierig, dem Landeshauptmann von Burgenland einen Wein zu überreichen, aber vielleicht können wir einmal unter der Hand erfahren, ob er Ihnen gemundet hat. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich hinaus und genießen Sie burgenländische Schmankerl.